Üff. Wir sind wieder mit den Jungs beim Shanghai-Haus in Diedorf. Hier, und der hat sich mal wieder die 6 Frühlingsrollen gezogen. Fabio genauso. Der musst du doch noch vorstellen. Ah, stimmt. Nein, ich war schon. Er war schon, okay. War schon mal da. Chris hat sich die große. Chris hat sich die große Frühlingsrolle die mit große in der Mitte fest bestellt. Ist sehr empfehlenswert, wenn ihr hier kommt. Diedorf, Rathausplatz. In der Nähe, das ist in der Nähe von. Das ist nicht der Rathausplatz. Ich schwöre, bei Gott. Das ist der nicht. Wie wollen wir wetten? Du, keine Ahnung. Da vorne ist der Rathausplatz. Wohne ich hier oder du? Das ist der Rathausplatz. Ja, wohne ich hier oder du? Woher soll ich wissen, ob das der scheiß Rathausplatz ist? Also wenn ihr interessiert das ja gar nicht. Diedorf Rathausplatz seid, dann probiert auf jeden Fall die Frühlingsrolle und Ente-Teig Curry scharf. Ente-Teig Curry kommt sehr böse. Das, aber schaut mal euch die Seiten von Chris. Die sind halt sehr, sehr geil geworden. Scharif, Digga. Die Eistaut-Ohrringe hat er sich jetzt noch rausgelassen, nur dank euch. Durch die krassen Werbeeinnahmen, die wir reinholen. Wie Attis neues Haus auch, das ist ja auch geisteskrank. Wir machen jetzt dann bei Atti auch mal eine Roomtour, habe ich gedacht. Da grillen wir nächste Woche. Wieder mit meinen Jungs. Ich bin gerade auf einem. Wie nennt man das? Hat eigentlich schon mal jemand die Heimgeschichte erzählt auf YouTube? Wie nennt man das, was wir hier gerade machen? Hier so, denk, wir fahren so, wenn da so viele Autos sind und so. 7, 8 schöne Autos und der Rest fährt hinterher. So ein Bastard, Digga. Ja, auch so ein Tuning. Tuningfahrt, oder? Wie nennt man das sonst? Tuningfahrt. Tuningfahrt? Sonntags. Ich würde Auto sonntags aus. Feiertags aus. Freitag, Digga. Okay. Ja. Ein paar Videos hat er bestimmt aufgenommen, oder? Ja. Ich hab wirklich ein paar gemacht. Sehr gut. Aber hoffentlich nicht aus dem Fenster rauskommen. Doch. Muss halt, Digga, du musst einfach. Nein, warte. Die Idee war, du machst so alles auf stumm, dann machst du alles so hintereinander und dann fügst du einfach irgendwie so ein Lied drüber ein. Das kann okay, so machen. Immer schöne GEMA-Klage, das kommt böse. Bei jedem Video haben wir Urheberrechtsbeschwerden, Digga. Bei jedem Video steht das dran, Digga. Das Lied, was wir am Ende haben, das ist eigentlich für YouTube verifiziert oder so, aber da steht trotzdem Urheberrechtsbeschwerden. Ja, dann nimm einfach das, Digga. Egal, scheiß drauf. 100.000 Euro Strafe dafür. Egal, ich zahle dir das. Ich schwöre, dein Zeller schaut so geil aus im Rückspiegel. Was nimmst du? Ja, ich schwöre, hat er gesagt. Ich stech dich ab. Natürlich. Hier sehen Sie ein wildes Kian in seiner freien Umgebung. Ich hab zu Attis. Kian ist den Todesumweg gefahren. Ja, hätten wir auch. Wollten wir nicht Pizzeria? Ah, die kommen schon nach, Digga. Wir sind jetzt im Restaurant. Wie heißt das denn so? Da Pepe in Ding. Landsberg. Landsberg, ja. Landsberg. Ist in der Nähe von Köln. Ist in der Nähe von Köln, okay. Ding. Weißt du, so viel Tanken, wie wir verbraucht haben, können wir das denken. Ja. Digga, mit so einem Diesel so einem Spaß. Ich nicht, Digga. Ich hab halben Tank verbraucht. Wirklich bis Köln gekommen. Ich hör, hat ganzen Tank verbraucht und ja, doch, ganzen Tank verbraucht. Korrekt. Ich habe gar keinen Tank verbraucht. 130 Euro. Ja, das ist schon klar, Digga. Wie viel hast du verbraucht eigentlich, Gern? Ja, halben. Was? Ja. Hä? Du bist doch auch geheizt wie ein Bastard die ganze Zeit. Efficiency. Du bist die ganze Strecke Efficiency. Also nur noch die ganze Zeit umgeschaltet, Digga. Aber nur ein paar Mal nicht so. Digga, die ist doch voll billiger. Oder der muss 150 Liter Tank haben, ist ein LKW eigentlich. Nein, ich hab kleiner. Digga, die 20 Liter Verbrauch sind Gerücht, Digga. Wie viel hast du verbraucht? Ich hab 23. Der hat immer über 20. Ich hab auch 21 bis 24. Ich hab 12 Liter verbraucht, Digga. Ich check's nicht, wie er 12 Liter verbraucht. Ich fahr doch V6, Digga. Was? Hast du den kompletten Durchschnittsverbrauch schon? Nein, nur die, nur jetzt hier von Augsburg bis jetzt. Oder wo, vor, wo ich die 12 Liter. Das ist kein C3. Das ist doch egal. Entschuldigung, Digga. Hallo, ich bin Jam. Wir sind fertig mit Essen. Ich dachte, das war lange genug zu werfen. Ich weiß nicht, warum. Komm, hey,
Ich muss sie dann bezahlen. Das geht easy. Oha, Digga. Das glaube ich nicht, weil das muss wieder anders und das ist scheiße. Nee, das geht easy. Digga, easy. Bis auf den Teller. Boah, oh Gott. Den hast du die Kunde so. Also ich habe auf dem Oktoberfest so mal 15 Shopgläser kaputt gemacht. Digga, oha. Der wackelt. Nein. Doch. Atmen wir alle nicht. Digga, das Platz tauschen mit dir gemacht. Sprungduell. Nein. Sprungduell Teil 1. Eins. Go. Fertig. Los. Gibst du einen Tunnel Gas? Gibst du einen Tunnel Gas? Ja, gebe ich. Nee, keine Messung. Heute, den Aral, ich schwöre hoffentlich ist er witzig zu hören. Aral ist so voll, Digga. Aber ich zeige später alles. Mach pass auf, seitlich. Danach jetzt. Ja, ja, also auf 4 Uhr kann ich mir. Der springt voll hoch. Ah, nein, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, jetzt hier mal, wir waren ja in Landsberg, da wollten wir den Saal noch fahren, okay? Wir haben den wir heute gefahren. Wir sind dann hinten rumgefahren. Please speak up. Voll, Digga. Speak up. Wie, was? Bisschen lauter. Achso, Entschuldigung. Ding, wir waren auf jeden Fall alles voll, Digga. Danke, dass ihr eingeschaltet haben und. Ja, was soll ich sagen? Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. Ja. Und bis zum nächsten Mal. At this age, how are them man still hating? My young boy in a different country, but he ain't never been on vacation. One hand on a girl I'm dating, one hand on the cash I'm making. We come through like Funky Friday and have all your man them skating.